Guten Morgen. Ja, ich bin mal wieder eine Runde auf dem Friedhof. Warum? Weil es regnet. Ne, ich mache mal meine Pflegegang heute, aber es wird nicht so lange dauern. Aber zumindest kann ich da mal eine Stunde mit überbrücken und ich hoffe, dass in der Zeit dann wieder aufhört zu regnen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir wieder so einen verregneten April bekommen wie vor's Jahr. Das wäre Katastrophe auch für Money Money. Ne? Man kann es ja verstehen. Ich bin halt sehr auf das Wetter angewiesen. Ne? Naja, gucken wir mal, was heute noch so abgeht. Ich denke, du wartest vielleicht auf die Ostertour, die ich gemacht habe, machen wollte. Naja, schwierig. Ich hatte mich eigentlich Donnerstag vorbereitet. Ich wollte Freitag losfahren, wie ich dir ja gesagt habe. Und das große Problem war halt, mich hat es dann Donnerstagabend komplett weggerafft. Das heißt, ja, es kam alles wieder rückwärts raus. Ich war komplett krank. Das ging dann auch sehr schnell. Ich hatte eigentlich noch Donnerstag Kleinigkeiten erledigt. Da hatte ich auch noch ein Video gemacht. Und danach war vorbei. Ja, deswegen habe ich mich auch jetzt die letzten Tage nicht gemeldet, weil es einfach nicht ging. Ja, boah, Junge. Also wenn, dann mal richtig, ne, bei mir. So wie es leider immer ist. Oh, das Grab ist ein bisschen eingesackt. Ja, leider. Wenn mich dann irgendwas erwischt, dann richtig nicht so oft. Also höchstens mal alle 3 Jahre oder so. Und ja, furchtbar, ne? Ich mag wirklich nicht krank zu sein. Also das ist nicht schön und ist eine reine Katastrophe, ne? Wenn dir alles wieder entgegenkommt und du kannst nichts essen und dies und das und jenes. Naja, müssen wir dann alle mal durch irgendwann, ne? Ab und zu hilft ja alles nichts. Aber ich habe es jetzt soweit gut überstanden. Und naja, jetzt geht's erstmal wieder weiter mit der Dauerpflege. Ich lag dann wirklich ganz Osterwochenende platt. Ich habe mich auskuriert, besser ist. Wer weiß, für was es gut war. Wer weiß, ne? Und dann würde ich sagen, machen wir heute einfach ganz normal weiter. Ich mache jetzt erstmal Pflege vom Friedhof, den anderen Friedhof. Und dann werde ich gucken, wenn es dann aufhört, fahren wir zu einer Dauerpflege. Und dann schauen wir mal, wie es heute weitergeht. So sieht das erste Grab aus. Da steht ein bisschen Unkraut, da muss alles weg. Das Grab ist ein bisschen eingesackt. Da muss ich mal mit der Kundin reden, ob ich das wieder hochholen soll, weil dann brauche ich auch einiges an Erde. Schauen wir mal. So, das Grab sieht ja frisch aus. Hinten die Ecke räume ich richtig auf. Wenn das Ganze abgeblüht hat, da sind noch ein paar Blüten dran. Ansonsten Unkraut weggemacht. Ja, das Beet muss ich bald neu machen, die Bepflanzung hier vorne einmal durchgekratzt, damit dann auch kein Unkraut weiterkommt, weil immer ganz komisch, genau vor den Gräbern wächst immer Unkraut, ja, weil da kaum einer hergeht und deswegen immer schön wegkratzen. Tja, wenn man sich so umguckt hier auf dem Friedhof, manche Gräber sehen echt traurig aus, ne? Aber hat auch vielleicht den Hintergrund, dass es da vielleicht keine Hinterbliebenen mehr gibt, ne? Ist ja schade. Das vermute ich auch teilweise bei vielen und bei vielen wird es wohl dann auch irgendwie total egal sein. Ne? Naja, das ist halt immer sehr schade und sehr traurig, aber kann man leider nichts dran machen. Jeder macht so, wie er meint. Ne? Naja, jetzt im Moment ist schön die Kirschblüte dran, das ist herrlich, sind überall rosane Bäume, egal wo man herfährt hier. Da haben wir Gott sei Dank hier in der Kante sehr viele von. Hier auch auf dem Friedhof stehen Kirschen. Aber die haben keine Früchte, die blühen nur. So sieht das dann aus. Sieht schon schön aus. Jetzt haben wir natürlich keine Sonne. Dann sieht es natürlich noch besser aus. Ich fahre jetzt zum nächsten Friedhof. So, nächstes Grab. Und hier hat mal wieder was ordentlich gebuddelt. Ich vermute Hasen. Wir haben hier auf dem Friedhof leider sehr viele Feldhasen. Und dadurch kommt das halt, dass die hier rumbuddeln. Ne? Ich würde auch da hier nichts streuen, dass die verschwinden. Es gibt so einen Duftstoff, dass die da nicht graben. Aber der hält dann auch nur wieder so lange, bis Regen ist. Das bringt alles nichts. Naja, ich bringe das mal in Ordnung. Das Grab ist jetzt auch wieder fertig. Ich habe sogar jetzt mit Wasser gearbeitet, die Ränder sauber gemacht, weil die Stadt jetzt das Wasser angedreht hat. Gott sei Dank. Auf dem anderen Friedhof war halt noch kein Wasser an. Eigentlich müsste ich hier die Ränder auffüllen. Eigentlich müsste ich da, wie gesagt, die Ränder auffüllen. Das Problem ist aber,
Die Stadt hatte mal hier eine Kiste gehabt, wo Split drinne war, eine sehr große. Da haben auch, glaube ich, so 20 Tonnen reingepasst. Das ganze Problem an der Geschichte ist, dass die Leute, wo hier tagsüber das Tor auf ist, deswegen sind auch die Tore jetzt zu von der Stadt. Die sind nur noch auf, wenn die da sind. Und die Friedhofsgärtner haben einen eigenen Schlüssel, weil die Leute hier drauf gefahren sind mit dem LKW, mit dem Wagen und haben das Zeug mitgenommen, ja. Gibt's ja umsonst. Nee, das ist offiziell Diebstahl. Es gehört der Stadt. Jetzt ist das so, dass sie die Kiste abgebaut haben und kein Split mehr vorhanden ist. Da habe ich gesagt, Jungs, wie soll ich das denn machen? Ich müsste mal um den Grab auffüllen. Ja, können wir nichts dran machen, dann soll ich selber im Baumarkt kaufen. Ist schade drum, dass immer wieder Leute sowas kaputt machen, ja, indem man einfach Zeug irgendwo mitnimmt, was einem nicht ist. Und die anderen Leute haben halt dann das Nachsehen. Ach, sieht noch relativ gut aus. Ich habe schon gedacht, hier wäre einer dran gewesen, aber es ist keine Kerze dran. Deswegen, Kerze drinne. Deswegen ist hier, sieht es so ordentlich aus. Ich habe es ja letztes Mal ordentlich gemacht. Das Grab jetzt aus. Ich werde hier ein bisschen Unkraut pflücken und dann ist gut. So, das Grab ist wieder frisch. Ich habe das ganze Unkraut gepflückt. Ja, außerdem gibt es hier zwischen der Partei und dem Grab ein kleines Problem. Ich will es die Namen nicht zeigen. Das heißt, das ist ein älterer Herr, dem das Grab gehört. Man sieht ja, das ist komplett verwahrlost. Ja, er hat letztes Mal das ganze Grab, wo ich die Dauerpflege habe, quasi auf der rechten Seite, wenn man davor steht, quasi zertrampelt, weil er da diese Gehölze geschnitten hat. Sehr, sehr schade ist, ja. Ich kann es leider manchmal nicht nachvollziehen, ja, dass man auf andere Gräber scheißt und so respektlos ist, ja. Und dann, ich muss da jetzt schneiden und tritt das ganze Grab platt, ja, inklusive Blumen und alles. Und naja, ich habe Bilder gemacht, ich habe es der Kundin weitergeleitet. Sie gibt es jetzt an die Stadt. Aber ob die was machen können, keine Ahnung. So wie das Grab verwahrlost ist, kannst du eigentlich nur die Stadt anschreiben, dass er das Grab in Ordnung bringen soll. Mehr kannst du dann auch nicht machen. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt oder nicht. Weil der ist anscheinend weg. Der kommt alle halbe Jahre mal hier nach Deutschland. Und dadurch ja, macht er dann die Grabpflege und trampelt da alles wirklich kaputt. Ne? Also die Hälfte vom Grab war wirklich platt getrampelt. Und das ist echt Mist. Und das macht man auch nicht. Ne? Friedhof ist halt für viele Leute eine Gedenkstätte. Und die gute Frau sitzt auch im Rollstuhl, mit dem elektrischen Rollstuhl. Ja. Und wenn die dann mal kommt und dann hat sie leider das Pech gehabt, dass ich vorher da war. Sie ist gekommen und da genau dazwischen drin ist der gute Mann gekommen und hat das ganze Grab platt getrampelt. Ja? Furchtbar manchmal. Ne? Ich weiß auch nicht manchmal, was in den Köpfen solcher Leute vorgeht, aber können wir leider nichts dran machen. So, ich bin jetzt beim nächsten Grab. So sieht's aus, wieder Unkraut diesmal und da werde ich mal ein bisschen pflücken gehen. So, das Grab ist auch wieder frisch, Unkraut weggemacht, ein bisschen gekratzt. Fertig. Von dem Grab werde ich mich aber verabschieden, da ich jetzt eine andere Preisgestaltung machen muss und ich eh die Grabpflege abstoßen will, werde ich denen jetzt die Kündigung inklusive Rechnung schreiben. Dann ist es halt so. Weil ich muss mit den Preisen höher gehen und ja, insgesamt hat das nicht so funktioniert. Ich wollte eigentlich viel mehr Grabpflege, so ab 10, 20 Gräbern lohnt sich das Ganze. Und leider habe ich bisher nur 4 Stück gesammelt und es kommen auch keine Gräber dazu, da überwiegend eine Urnenbestattung stattfindet und die Leute gar keine Gräber mehr haben wollen. Und damit fällt auch die Pflege flach. Und deswegen werde ich das aufgeben. So, ich habe mich mal hierhin zurückverzogen. Ja, wie man hört, komplett am Regnen. Es ist sehr, sehr dunkel draußen geworden, vielleicht wie du siehst. Wahnsinn. Ich denke, ich werde jetzt erstmal hier mich gerade vergnügen im Lager. Und ja, ich muss mal mein Handy aufräumen. Ich möchte Social Media bei mir ein bisschen kürzen. Klar, ich mache selber YouTube, ich will informiert bleiben und so. Aber ich werde auf Instagram viele Kanäle löschen, die mich im Moment nicht weiterbringen. Also sprich Sport, Fitness, Gesundheit
und so weiter. Da folge ich einigen. Das werde ich jetzt erstmal aufräumen, das Ganze, um einfach nicht mehr so abgelenkt zu sein. Ne? Ich habe in letzter Zeit so viel Bullshit geguckt, was echt nicht mehr normal ist. Und die Stunden sind halt weg, die bekommt man auch nicht mehr wieder. Und deswegen möchte ich jetzt momentan meine Zeit für was Sinnvolles verbringen, für Sachen, wo ich was lerne. Ich habe mir auch jetzt schon den einen oder anderen Podcast angehört, der sehr interessant für mich ist. Thema Fitness, Abnehmen, gesunde Ernährung und so. Und da lernt man halt auch dann was. Und das bringt mich dann halt in Zukunft wahrscheinlich weiter. Und deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen aussortieren und nicht mehr wie viel Leuten folgen. Und am Ende des Tages bringt das ja einem überhaupt nicht weiter. Ich hoffe, dass gleich aufhört. Es soll irgendwie gegen 11 Uhr aufhören mit Regen. Und dann gucken wir mal, dass wir noch irgendwie eine Baustelle abgearbeitet bekommen. So wie man sieht, der Regen lässt mich nicht los. Ne? Es ist immer noch regnerig. Hinten von der Wetterseite her wird es wieder ein bisschen heller. Ich fahre jetzt erstmal einen Termin ab. Ich habe mit einem Kunden telefoniert. Und dann hoffe ich, wenn ich in einer halben Stunde, Stunde wieder da bin, dass ich irgendwas machen kann. Ne? Naja, wir gucken mal. Und ansonsten fahre ich nachher noch zu der Dauerpflege und ritt mal mit ihr, weil ja vorher der Mann verstorben ist. Und deswegen gucken wir mal, ob da noch die Dauerpflege existiert. So, ich habe meinen Termin erfolgreich abgefahren. Ich habe auch noch die andere Kundin angerufen, die will weiter eine Dauerpflege haben. Da versuche ich dann morgen hinzufahren. Und dann gucken wir einfach mal. Ich breche für heute ab. Wir haben jetzt gleich schon 14 Uhr und ja, es hat bis eben geregnet. Sonst hatte ich jetzt eigentlich nichts mehr gemacht. Ach so, ich hätte eigentlich noch Maschinenpflege machen können, aber naja, okay, habe ich jetzt vergessen. Ist halt so, obwohl scharf ist alles die Heckenschere, nur ich muss die Teleskopheckenschere noch mit Silikonspray bearbeiten. Die geht wieder halt nicht so gut rein und raus. Und dann würde ich sagen, das war es dann einfach für heute. Ich mache jetzt für heute noch Büro. Ich muss eh heute früher Schluss machen, sonst wäre ich heute noch zu der Kundin jetzt gefahren. Aber dadurch, dass ich Physiotherapie habe, passt das zeitlich nicht mehr. Und dann gucken wir einfach, dass wir das Ganze morgen geregelt bekommen. Und dann haben wir auch hoffentlich mal wieder trockenes Wetter. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns morgen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.